So, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Ja, ziemlich direkt im Anschluss. Okay, das ist alles erforscht worden. Was kann ich davon einsetzen? Okay. Geht nicht, geht nicht. Den konnte ich einsetzen. Okay. Okay, da will jemand richtig Stress. So, mal, pass mal auf, du Sumpfbagger, du. Ja, mir die ganze Tür weggeschossen, ne? Nee. Ja, warte mal, die zwei nimmt er sowieso nicht mehr an, habe ich gerade gesehen. Hier war irgendwo eine Tür, pass mal auf. Ein Teil muss raus, ein Teil muss rein. Da ist ein Türmodul und da ist eine Tür. Und dafür kannst du dann hier rein. Und die Barren, ja, das ist irgendwie so. Da ist noch Platz. So, Reparaturtool. Ist no item available? What the heck? Moment mal. Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Nö, der war es dann nicht. Wo ist denn das andere Reparaturzeugsen? Muss ich da hinten? Nein, das kann ja nicht sein. Das sag ich doch. Hab ich doch alles hier. Hab ich doch alles hier. So. Zeile, genau. Tür. Da haben sie mir natürlich mit weggefetzt, die Säcke. Tür. Okay. Alles gut. Okay, wir haben jetzt Produktionsmodul gegradet. Produktionsstation. Und ja, wir können bessere Sachen bauen. Das ist geil. Kopperradiator, Sulfurpuder. Produktionstier 3, Produktionstier 2. Aber ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Aber warte mal, Komponenten, Consumables, Komponenten. Also ich kann die Sachen jetzt auch selber herstellen. Ammo, oh, ich kann die Slugs bauen. Ich brauche dafür Crystal und so weiter. Okay. Storage Tier 2. Aber ich brauche Iron Plates. Produktionstier 2. Kann ich bauen. Dann hau rein. Station on. Was kannst du mir noch erforschen? Upgrade Basic Refinery, Upgrade Basic Scrap. Kann ich beides. Refinery Tier 2, aha. Kappa Wire, Sulfur Powder, Kappa Ingold. Ja, okay. Das Ding muss aber erstmal gebaut werden. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Da würde ich gerne noch ein bisschen was looten. Den Zustand des Schiffes avisieren. Ja, ja. Ja, ich meine, ich hatte zwischen den Folgen ja hier kurz mal eine Rap-Runde gemacht. Das ist auch okay. Okay. Auch supi. Supi. Und der kann eine Rap brauchen. Linke Maustaste gedrückt halten, während man Modul-Repair-Kit hat. Zack. Ich glaube, ich habe sogar hinten noch so ein Fensterchen. Ach, da draußen nie Ruhe herrscht, ne? Sag mal, kann das Autogeschütz auch mal was machen? Nö. Okay, ich brauche hier vorne dringend ein Automatgeschütz. Das ist ja hier schon nicht mehr normal. Soll ich natürlich selbst nicht mehr rein. Shit. Das heißt, ich muss in der Produktion, Research, Produktionsstation, eine Tür bauen. Okay, ist repariert. Tür ist fertig. Okay. Das ist ja echt uncool. Schießen ja hier mit allem um sich, die Schlümpfe. Jetzt geht so aber nicht mehr. Nee, nee, nee. Ah, steckt. Perfekt. So.
Der sollte mir ja eigentlich was produziert haben. Hat er fertig, ne? Jo. Okay, das wird jetzt cool. Ich muss nur immer... Oh nein, warum geht denn das nicht? Olli, denk nach. Das ist ein Produktionsmodul. Das sind die Geschütze. Das ist Strom. Das ist ein Storage. Das ist das Produktionsmodul. Und wir setzen da jetzt das Tier 2 ein. Das Tier 2 nimmt 2 Plätze. Das ist natürlich sacke doof, ne? Ich habe viel zu viele Energiemodule, sehe ich gerade. Auf. Nein, Energie. Und dann kann ich das hier wegnumpfeln. Warum kann ich jetzt hier keinen... Okay. Ist ja saudoof. Pass mal auf. Bin gerade massiv am schrubbeln. Produktionsmodul Tier 2. Okay. Sehr schön. Dann kommt hier Energie. Was habe ich sonst noch in der Tasche? Gar nichts mehr. Doch, das Ding da muss ich noch dahin kriegen. Aber das darf man wohl nicht unter die Decke hängen. Das ist natürlich saublöde. Darf ich das denn unter die Decke hängen? Strom. Ich darf nur Strom unter die Decke hängen. Oder Storage. Ja, das geht nicht, weil wegen Platz. Ich habe nur noch 40 Sekunden. Ja, abtauchen. Geht gerade nicht anders. So, aber wir können schon mal gucken, was Neues in der Produktionsstation gibt. Oh, Storage Tier 2, Iron und so weiter. Upgrades. Produktionstier 2 und 3 brauche ich dafür. Produktionstier 2 und 3, das habe ich ja, ne? Production. Upgrade Basic Production, Upgrade Unlock Items, ja. Und eingebaut haben wir hier hinten. Wohin? Ja, ich weiß, ich kann wieder nach oben. Muss den Storage irgendwie. Ein Storage muss ich irgendwie leer kriegen. Ach, ich mochte mein Storage hier, aber. Warte mal. Wenn ich den Energierad da rausbastle, setze dafür den da rein. Und da den Energier. Oh, und dann habe ich nur noch das Tier 1 und ein Energie oben. Ist doch super. Ich glaube, jetzt passt's. Go up. Ist natürlich wieder belegt bei einem anderen Drillship. Travel. So, kann ich jetzt hier was Neues erforschen? Irgendwie, achso, ja, weil... Kein Zugriff auf den Storage-Schatten. Zack, abbrechen. Ich will die Upgrades noch weglegen. Da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Freiheiten. Ist jetzt eh was. Kommt die ganze Suppe rein. Okay, wir haben Energie im Minus. Ja, ist okay. Das Ding bringt nichts. Refinery im Moment off. Gott, der kann uns einen Zweier-Drill bauen. Yes! Und einen Zweier-Antrieb. Yes!
Und eine Zweierhülle. Also, ich kann immer nur eins ausführen. Ja, ja. Machen wir erstmal den Drill. La Paloma Blanca. So macht das doch Spaß. 16 Minuten, ich gehe mal ins Dörfchen. Die Produktion war das A und O. Brauch kein Scrap-Ingot mehr. Nö. Okay, das ist der Bootsanlegesteg von der Submarine. Nicht der Yellow. Dun, 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 dilly, dilly. Was? Open Call Powder Modul Ore Bullets. Jetzt habe ich hier geschlossene Module. Cannot deploy Module. Coal Power Plant Tier 1 in a Core Slot. Was hat der für ein Problem? Ich verstehe gerade nicht, was los ist. No Energy Module not open it. Ich habe irgendein Modul nicht geöffnet. Leute, macht mich nicht verrückt. Wieso kann er das nicht öffnen? Cannot deploy. Sag mir nicht, ich habe keine Kohle am Start. Doch, Kohle ist da. Hier läuft doch auch alles. Oh Mist, ey, der Umbau hat alles zunichte gemacht. Ich verstehe jetzt nicht, was der hat. Energy Low. Open Coal Powder, also Kohlenpulvermodule. Oder Ballet More. Cannot deploy Modul. Keine Kernslots mehr available. Ist natürlich sackeblöde. Das heißt, ich muss irgendwas abschalten. Was bist du denn? Ja, ja, chill mal. Guck mal, Verteidigungstürmchen ein. Geht's jetzt? Ah, plus zwei. Okay. Ich habe also Core-Slots. Ja, ja, klar. Hm. Ich habe den Haupt-PC mit zu viel belastet. Ich verstehe. Okay. Energie ist immer noch okay. Oh mein Gott. Ja? Ist der durch? Der ist durch. Oh yeah. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwas mache, was Sinn macht. Zum Beispiel Kernstufe 2. Dafür brauche ich aber Iron Plates in Crystal. Bringt mir nichts. Ich hole mir den Antrieb. Haben noch 12 Minuten, also zeittechnisch könnte das klappen. Ich habe jetzt ein paar Module einfahren müssen, ne? Zum Beispiel Geschützturm. Aber ich fahre den ein und fahre den aus. Ich denke, das ist ein bisschen sinniger. Jetzt muss ich halt selbst die Verteidigung übernehmen. Ah. Oder auch nicht. Geschütz ballert noch gut. Ja, das Türmchen hier habe ich auch eingefahren. Das ist cool. Ich immer alles reibungslos direkt durchrennt, ist geil. Da bin ich, ne? Ja, 43.
Boah, sorry, ist gerade aber voll krass geil, ey. Raffiner Modul T2. Bullet in Raffinerie Modul T2 soll ich gleich mal bauen. Habe ich das nicht schon? Research, Upgrade, Adventure Refinery. Oh, hier kann ich schon auf Stufe 3 forschen. 64%. Was ich aber halt brauche, ist Core. Iron Plates and Crystals. Aber die kriege ich nicht, wenn ich nicht in die Zonen unrangeable. Ich denke, dafür brauche ich ein Höhlen-Update. Okay, hat schon gewonnen. 85. Energie passt. War eigentlich das Ding da, ne? Gut. Dann brauche ich dringend wohl einen neuen Kern. Chipcore. Engine brauche ich auch eine neue. Engine, aber da habe ich noch kein Upgrade. Die muss ich erst noch erforschen. Bombs Antrieb. Jetzt noch die Hülle. Brauche ich Core. Engine 2. Dafür brauche ich Iron. Und Crystal. Dafür brauche ich aber... Ja, okay. Ich könnte sein, dass ich mit der... Wenn der jetzt noch durch ist, dass ich damit dann... 12 ansteuern kann, wenn ich das Höhlen-Update habe. Ich hoffe. Ich habe ein energetisches Problem. Okay, geht wieder. 61 Kohle ist nicht die Welt. Habe ich die Scrap-Maschine noch an? Ja. Dann kann die natürlich auch noch scrappen. Das kostet so viel Energie. Tschüss. Okay. Braucht die Energie hierfür. Und ja, wir könnten mal wieder ein Safe schmeißen. Ja. Entschuldigung bitte. Refinery jetzt bei. Module. Ich muss ja weiter craften. Okay, tut er. Die hätte ich ja unheimlich gerne. Oder die hier, aber ich brauche für alles Iron. Ammo. Labot Slug. Aggrot Shotgun Animation. Press Middle Mouse Button to switch the Ammo. Wir kosten Iron und Dingsda Bolts, ne? So, wir sind noch bei den Upgrades. Ich bin gespannt, ob ich dann die neuen Bereiche anwählen darf. Da will ich nämlich echt hin. Weil ich brauche ja Kristalle und noch irgend so ein Zeug. Pass mal auf. Kann ich jetzt zeigen? Research Refinery. Da. Iron Ingot und Crystal. Dafür brauche ich aber Raw Crystal. Brauche aber noch Refinery Tier 2 wahrscheinlich, wie es aussieht. Steht jetzt nicht, oder? Refinery Tier 2. Upgrade Basic Refinery installed. Müssen wir mal gucken. Okay, der ist durch. Höhlen Upgrade. Und 12 ist erreichbar. Geil. Oh, wie geil. Perfekt eigentlich. So, jetzt muss ich gucken. Nee. Ich brauche noch Modul. Research Tier 2 ist uninteressant. Das. Iron Plates und Iron Tubes. Iron Plates, Iron Tubes und One Chest. Ist da alles kein Problem. Eigentlich.
Aber ich hätte tatsächlich gerne eine Engine. Erstmal mache ich jetzt alle Module wieder auf. Jetzt geht der da auch auf, der Sack. 95 Kern, siehst du das? Okay. Und ich habe 100 von 100 Kernen belegt. Aber ich habe ja ein paar Sachen abgeschaltet. Okay, ich will zu 12. Boah, das ist so genial. 12 ist... Nehmen wir doch einfach die Taschenmap. Ja. In der Area 2. Wir befinden uns jetzt hier, sagt er. Naja. Kann man nicht ganz so glauben, aber passt schon. Pass auf, ich habe da irgendwo leere Schränke hingebatscht. Hätte ich jetzt doch gerne wieder... Denn brauchen wir für die nächsten Upgrades. Super geil. Kann sich kaum auf den Beinen halten. Ah, ich feiere das Spiel so sehr. Kannst dir nicht vorstellen. Probier das mal eben noch schnell aus. Gegriffen habe ich sowieso nichts. Nö, geht nicht. Ich tue mal eben schnell zurück. So. Knarre. Knallerkopfhängen. Heilgerät haben wir dabei. Okay. Und das ist jetzt Area 12. Okay. Ich mache hier mal ein Save. Oh ja, die Dörfer sehen auch schon was anders aus, glaube ich. Wir haben noch 3 Minuten 30, die würde ich echt gern ausnutzen. Ah, okay. Man sieht immer den Landeplatz. Das ist dann die entsprechende Area. Technologie. Okay. Ich nehme mit. Scrap Metal. Iron. Yeah. Geil. Das hat gut geklappt mit euch. Echt jetzt so. Geht richtig rund. Eisen. In der Eisengegend. Sieht zwar genauso aus wie das Kupfer, würde ich mir ein anderes Template-Modell vorstellen, aber das hat nichts mit Bugs oder Problemen zu tun. Probleme hat das Spiel nämlich irgendwie gar nicht. Ich nehme nochmal eine Ration Kohle mit, wenn wir schon mal hier sind. Wir haben noch 2,16. Ich weiß, der ein oder andere schreit hier zurück. Ist ja recht. Aber genau sowas habe ich gesucht. Ein Iron Ore. Wollt ihr, dass die Leute, die das Spiel jetzt das erste Mal spielen oder so, auch was lernen und was Neues sehen? Ich freue mich gerade mehr als ihr. Ich freue mich gerade recht ein Loch. Zapf. Okay, Olli. Pack das Zeug ein und renn.
Oh, das ist ganz schön ergiebig, das Material. Dann braucht man das wohl viel. Hide from Eruption. Ja, ich renne ja schon. Ach du Grüne, das könnte echt eng werden. Ich habe aber links den Eingang. Wenn ich das jetzt merken kann, bin ich ja schneller drin als sonst. Dann brauche ich nicht extra in meine Ehrenrunde um die Karre laufen. Das wäre schon ganz praktisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Run, run, Forest. Okay, schneller. Keine Ehrenrunde heute. Mann, das Ding wird immer größer. Hüpf doch rein. Ja. Iron, Iron, Iron und nochmal Iron. Wow. Bekommt Iron Scrap. Und Research Technology. Ich denke auch, ich werde jetzt hier so ein bisschen was vom Kupfer entfernen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich endlich hier zwei Storages bauen kann. Im Übrigen ist das egal, ob man rechts oder links klickt. Wir nehmen da trotzdem. La 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 la. La 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 la. Pass mal auf, der braucht dafür Surface the drill ship, also the drill ship, oh Gott, so. Surface, click and go up, ja. Mach ich jetzt gleich. Ich will lagert hier zwei Iron Tubes, Iron Plate und eine Chest. So, ja, ich kann ja eigentlich nach oben gehen, ne? Go up. La 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 la. Aber lagert hier zwei wird auch garantiert wieder zwei Plätze verbrauchen. Das macht's ja die ganze Zeit so. Das heißt, ich müsste die zwei entfernen. Darauf läuft es nämlich dann hinaus. Wenn das denn reicht. It's full. La 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 la. So, Menü. Bau mir Lager 2. Warum geht nicht? Iron Tube und Iron Plate. Komponenten. Iron Plate. One Iron Ingot. Weil ich die noch nicht raffiniert habe. Alles klar. Iron Ingot, genau. Aktiviere Raffineriemodul 2 und 3. Er sagt, geht nicht. Ich brauche ein Raffineriemodul 2 oder 3. Modul. Refinery Tier 2. Die wird wieder zwei Plätze brauchen. Ich sehe das doch jetzt schon. Wenn ich den da abbaue. Und den. Ey, das hat geklappt. Ja, ich habe jetzt das Falsche abgerissen, ist ja egal. Ich will aber ein Lager setzen. Also. Macht er nicht. Warte ich mal ein.
Oh, ist fertig. Ich sag doch, 2 ist wieder 2 groß. Dual Platz. Ja, wart doch mal. Schieb doch mal eine Sekunde ruhig. Da. Na komm. Lager. Das ist echt ein Problem. Da will ich das Energiemodul haben. Und da das Produktionsmodul. Was habe ich jetzt noch übrig? Ein Lagermodul. Ist natürlich doof gelaufen. Weil ich dadurch jetzt keinen Platz mehr habe. Aber ist mir egal. Und die Halle gefällt mir tatsächlich groß besser. Gebe ich zu. Die sind alle offen. Menü, Produktionsstation. Iron Tubes und Iron Plates. Pass auf, jetzt aber. Iron Ingot. Ja, die muss ich ja erst noch produzieren und das mache ich. Modul ist not active. Alles klar. Online Storage ist full. Online Storage ist mal wieder full. Immer full, full, full. So. Und dann? Cannot open menu, not core slots available. Alles klar. Da kann ich was gegen machen. Pass auf. Ah, das hat schon gereicht. Er macht meine Metallbarren. Endlich. Heidewitzka. So, und jetzt muss ich gucken. Modul. Für Lagermodul 2. Ein Iron Plate, ein Iron Tube und eine Chest. Iron Plate, Iron Tube, Chest. Iron Plate. Ein Tube. Hat der denn jetzt schon wieder? Der hat immer irgendwas. Ist schlimm mit dem. Wirklich schlimm mit dem. Jetzt brauche ich nur noch eine Eisenplatte. Komponente. Eisenplatte. Könnt ihr das draußen mal bitte klären? Danke. Echt jetzt. Mich echt mit dem Sack da selbst anlegen. Wo ist der denn? Hallo? Lad mal Ship. Halt den Quatsch. Jetzt haben sie Eisenschrauben, ne? Willst du dazu noch sagen? Ach so, ja, ich bin ja auch in einem entsprechenden Gebiet. Weißt du, was ich jetzt mache? Auch wenn es mal kommt, aber es ist noch nicht da.
kann es derzeit nicht ändern. Ich muss den Quatsch ja irgendwo loswerden. So, wo ist mein Storage-Modul? Fertig. Und dafür muss ich zwei von da oben wegreißen. Das ist sowas, was mich gerade voll wahnsinnig macht. Fahr mal ein. Na, guck mal, das Schweben kann ich hier nicht hinpacken. Aber ich kann erstmal hier hinpacken. Echt eine Menge Stuff. Ich habe ja auch alles gehortet, wie so ein Dildop. Das brauche ich auf jeden Fall auch noch. So, ihr Lieben, ich mache hier jetzt einfach weiter und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.